Der FC Luzern, der heute heimspielt gegen den FC Vaduz. Und ja, vielleicht gibt es ja doch noch einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss bei den Innerschweizer. In Ruhe das Spiel aufbauen und sich aufmachen, die drei Punkte zu holen. 30 Grad zeigt das Thermometer und die Hitze macht ja bekanntlich auch etwas träge. Costa mit dem Fehlpass. Und Vaduz sagt mit Türkes Danke. Dritte Spielminute. Luzern etwas kalt geduscht, könnte man sagen. Der Start in die Partie gründlich missglückt. Auf jeden Fall sind die Luzerner nun deutlich wacher. Die siebte Minute. Juric mit dem Ausgleich. Schön, wie er hier abdrückt und mit dem Aufsetzer Sigrist bezwingt. Wenig später, Luzern ist wieder dran mit einem kleinen Aussetzer. Affolter verstolpert den Ball. Dieses Mal bleibt das Malheur aber ohne Folgen. Apropos Malheur. Auch auf der Gegenseite kommt es zu einem solchen. Flanke Schneuli und Grippo prüft seinen eigenen Torhüter. Eine ganz heiße Anfangsphase. Nach 24 Minuten gibt es eine hitzebedingte Trinkpause. Danach passiert nicht mehr allzu viel in der ersten Halbzeit. Zur zweiten Halbzeit wechselt Babbel den Innenverteidiger Costa aus zugunsten von mehr Offensivpower. Schürpf kommt ins Spiel. Den ersten offensiven Akzent der zweiten Halbzeit setzt aber Vaduz. Kukuruzovic, 58. Minute. Kurze Zeit später ein Corner von Luzern. Juric, das muss der Führungstreffer sein. Ist es aber nicht. Danach kommt auch Neumeier nach seiner Verletzungspause noch zum Einsatz gegen seinen ehemaligen Klub. Muss sich aber gleich das ansehen. Mattis mit dem 1:2. 69. Spielminute. Vaduz gefällt und hat auch in der Folge weiterhin die zwingenderen Torchancen. 83. Minute. Bühler mit dem Lattenkopfball. Luzern nicht gerade mit einem europawürdigen Auftritt. Es läuft schon die 90. Spielminute, Neumeier flankt und da ist er, der Ausgleich. Zorro hat zugestochen, Schürpf mit dem 2:2. Es bleibt noch Zeit für einen letzten Angriff. Schürpf mit der Flanke, Juric, letzte Chance. Vorbei. Luzern gegen Vaduz 2:2.